Wir sind so gut dran, dass wir einen Rasen bei uns direkt vor dem Haus haben. Zum Anschauen, drauf rumliegen und manchmal auch zum Volleyball spielen. Dafür muss man nicht kompliziert mit weißen Linien das Feld markieren. So wie wir es machen, geht es auch und ist viel schneller. Das Feld soll eigentlich rechteckig sein, ist es auch. Aber durch die Kameraaufnahme hat es sich irgendwie in eine Raute verwandelt. Tim markiert die Ecken des Volleyballfeldes mit meinen Gummistiefeln, einem Stück Holz und einer Dose. Offiziell misst ein Volleyballfeld 16 mal 8 Schritte, aber unser Rasen ist dafür doch nicht groß genug und wir legen es auf 12 mal 6 Schritte aus. Je mehr Spieler, desto größer sollte das Feld sein. Aber bei unseren Spielen wissen wir nie, wie viele unserer Freunde dann letztendlich kommen. Also können wir nur raten. Auf jeden Fall sollte es zweimal so lang wie breit sein. Die Feldmarkierung wird dadurch erreicht, dass wir mit dem Rasenmäher an den Seiten entlang mähen und dabei den Rasenmäher immer tiefer stellen, bis sich die Markierung vom Rest des längeren Rasens abhebt. Das dauert weniger als 5 Minuten. Dann braucht man nur noch einen Ball, nice bumping. Fantastic action. Zwei Holzstangen und ein Seil. Die Holzstangen werden aufrecht gestellt und mit Schnüren in den Boden verspannt. Über die Haken, mit denen die Schnüre in die Erde gedrückt werden, kommen kleine Holzblöcke, damit sich niemand am Fuß verletzt, wenn er aus Versehen drauf tritt. Perfekt. Danach kann es losgehen und das Spiel nimmt seinen üblichen Lauf. Mit Durcheinanderlaufen, Rufen, Lachen und auf dem Rasen herumkugeln. Das nicht? Do we deserve it? Danach haben wir uns aber den Nachtisch verdient. Thomas makes that summer fruit cheesecake. And he puts I have to try my wife's sponge cake. Oh, yes, you do. Okay.